Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir hatten in vorangegangenen Predigten bereits darüber gesprochen, dass Jesus Christus im Zeitpunkt der siebten und letzten Posaune zurückkehren wird. Und wir hatten auch gesehen, dass in diesem Zeitpunkt diejenigen, die in Jesus Christus gestorben sind, auferweckt werden aus ihren Gräbern, und zwar zur Unsterblichkeit. Und diejenigen, die zu dem Zeitpunkt noch leben werden, die werden verwandelt werden zu Geistwesen, zu Unsterblichkeit. Und sie werden dann alle Jesus Christus in der Luft entgegengehen, wenn er zurückkommt, auf Wolken, wie es heißt, zusammen mit dem himmlischen Heer der Engel. Und dann werden sie alle zusammen noch am gleichen Tag sich auf den Ölberg niederlassen. Und dort wird vor dem Ölberg die Entscheidungsschlacht ausgefochten werden zwischen Jesus Christus und den Mächten dieser Welt. Nun, einige haben gesagt, ja, wie kann das sein, Jesus Christus, das ist doch der Gott der Liebe, der wird sich doch nicht in irgendeiner Form gegen andere erheben. Schauen Sie, Jesus Christus ist der Herr der Herren und er wird Rebellion vernichten, er muss es ja tun. Er will ja das Reich Gottes hier auf Erden errichten, die Herrschaft Gottes über die von Gott abgefallenen Menschen. Wie sonst sollte er denn mit diesen rebellischen Menschen verfahren? Und wir werden uns heute mehr mit dieser Entscheidungsschlacht, dieser letzten Schlacht, und Schlacht ist vielleicht eine zu großartige Formulierung, es wird nämlich sehr schnell gehen, aber wir wollen uns damit beschäftigen. Wir wollen uns einmal anschauen, was die Bibel zu diesen Dingen sagt. Nicht, was so Menschen erfinden, was Ideen von Menschen sind, die eine total falsche Vorstellung haben. Und so schauen wir uns einmal im Alten Testament das Buch Sacharja an. Sacharja schreibt ja sehr viel über zukünftige Ereignisse. Es wird sehr viel dort über Engelwesen geschrieben. Es wird sehr viel dort über die zwei Zeugen geschrieben, die noch kommen werden. Und im 14. Kapitel geht es um die Wiederkunft Jesu Christi und was er tun wird, wenn er sich auf den Ölberg niederlässt. Sacharja, Kapitel 14, fangen wir mit Vers 1 zu lesen an. Sacharja Kapitel 14, angefangen in Vers 1. Da heißt es in meiner Bibel als Überschrift, Jerusalem und die Völkerwelt am Tage des Herrn. Schauen Sie, der Tag des Herrn, wiederum eine Zeitspanne, die so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnt, aber sich dann weiter erstreckt und natürlich auch erstreckt ins Millennium hinein, wenn Jesus Christus auf Erden herrschen wird. Denn der Tag des Herrn ist der Tag, die Zeitspanne, wann Jesus Christus beginnen wird zu herrschen. Und denken Sie auch daran, ein Tag ist bei Gott wie 1000 Jahre. Daher kommt das Wort Millennium her, was ja 1000 bedeutet. Es heißt hier in Kapitel 14 und Vers 1, siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Denken wir daran, dass sich die Heiden, die heidnischen Armeen, diese Heere bei Armageddon versammeln werden. Bei dieser Talspalte, sagen wir einmal, vor Megiddo, bei diesem Hügel. Und sie werden dann alle gegen Jerusalem ziehen. Und so sagt Gott, ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet werden. Das bezieht sich auch bereits schon auf den Zeitpunkt der großen Trübsal, wenn die europäischen Heere gegen Jerusalem vorgehen werden. Aber es wird dies natürlich eine kontinuierliche Sache sein. Die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und der Herr wird ausziehen, Vers 3, und kämpfen gegen diese Heiden. Schauen Sie, der Herr, Jesus Christus, wird kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt, am Tage der Schlacht. Vers 4, und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden, die andere nach Süden weichen wird. Und das Tal Hinnom wird verstopft werden, denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten geflohen seid vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs von Juda. Und dann wird kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm, also die Auferweckten, Heiligen, diejenigen, die verwandelt worden sind zu Unsterblichkeit, die werden Jesus Christus begleiten. Sie werden auch mit ihm kommen und dann auf dem Ölberg stehen. Schauen Sie, das sind Prophezeiungen, die klar und deutlich zum Ausdruck bringen, was geschehen wird. Es geht hier nicht um Möglichkeiten. Es wird deutlich gesagt, das wird geschehen.
Und es liegt lediglich an uns, etwas zu glauben, was in der Bibel steht, oder es nicht zu glauben. Aber dann nicht anzufangen, an der Bibel herum zu interpretieren. Und so lesen wir in Vers 6, zu der Zeit wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein. Und es wird ein einziger Tag sein, Vers 7, er ist dem Herrn bekannt. Und dann schauen Sie, das Wort Herr oder Yahweh, mit anderen Worten die Bezeichnung, ich bin, der ewig Lebende, der ewig Existierende. Diese Bezeichnung kann sich sowohl auf Gott den Vater als auch auf Jesus Christus beziehen. Beide sind ja die Ewigen, beide sind ja die, die seit Ewigkeit existiert haben. Nun, Jesus Christus hat gesagt, er kennt den Zeitpunkt seiner Wiederkunft nicht. Es ist alles bei dem Vater beschlossen, wann das geschehen wird. Wenn es also hier heißt, dieser Tag ist dem Herrn bekannt, bezieht sich das hier auf Gott den Vater. In den meisten Fällen allerdings, wenn das Wort Herr, und in der Lutherbibel wird es in Großbuchstaben dargestellt, wo dieses Wort benutzt wird, bezieht es sich auf Jesus Christus. Es kann sich aber auch auf den Vater beziehen. Es heißt ja zum Beispiel in den Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn. Der Herr, Gott der Vater, sprach zu meinem Herrn Jesus Christus. Und dann wird dann gesagt, dass Gott der Vater, Jesus Christus, alles untertan machen wird. Und so lesen wir hier, es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt. Es wird nicht Tag und Nacht sein, und auch um den Abend wird es Licht sein. Zu der Zeit, Vers 8, werden dann lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten, die andere Hälfte zum Meer im Westen, und so wird es sein im Sommer und im Winter. Und der Herr, Jesus Christus, aber natürlich auch Gott der Vater, denn Jesus Christus ist ja immer noch dem Vater untertan. Aber hier wird es jetzt eine Bezugnahme geben auf den Herrn Jesus Christus. Der Herr wird König sein über alle Lande. Und zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Aber wie auch das muss man richtig verstehen, es wird Jesus Christus sein, der auf Erden herrschen wird, aber er ist immer nach wie vor unter Gott dem Vater. Vers 10. Und das ganze Land wird verwandelt werden in eine Ebene von Geba bis nach Rimmon im Süden. Aber Jerusalem wird hoch liegen und an seiner Stätte bleiben, vom Tor Benjamin bis an die Stelle des ersten Tores, bis an das Ecktor und vom Turm Hananel bis an des Königs Kelter. Und man wird darin wohnen, es wird keinen Bann mehr geben, denn Jerusalem wird ganz sicher wohnen. Das ist der Zeitpunkt, nachdem Jesus Christus zurückgekommen ist, um auf Erden zu herrschen. Dann wird es Frieden geben, nicht nur für Jerusalem, sondern für die ganze Welt. Aber hier schauen wir, es geht jetzt zurück auf den Zeitpunkt, was geschieht, wenn die Armeen gegen Christus kämpfen wollen. Vers 12. Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind. Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen und ihre Zungen im Mund. Man kann sich vielleicht einen Überblick machen, einen Vergleich anstellen, wenn man an die Atomwaffen von Hiroshima und Nagasaki denkt, wie Menschen da regelrecht zu Pulver irgendwie gebracht worden sind. Schauen Sie, Gott wird beschrieben in einer Herrlichkeit, dass man ihn gar nicht ansehen kann, weil sein Gesicht, seine Augen, die sind wie eine Feuerflamme, man würde sofort erblinden. Hier wird die Herrlichkeit Gottes beschrieben. Dieser Kampf, in Anführungszeichen, wird sehr schnell vorüber sein. In einem Augenblick, wie es heißt, diese Plage wird sehr schnell ausgeschüttet werden. Nun, auch da muss man begreifen, das wird nicht das endgültige Schicksal dieser Armeen sein. Die kommen ja alle in der zweiten Auferstehung wieder hoch. Aber hier geht es darum, wie es damals auch im Zeitpunkt ging, als das Volk der Ägypter, die Israeliten verfolgten, im Roten Meer ertrunken sind. Die werden ja auch wieder hochkommen in der zweiten Auferstehung. Diejenigen, die in Sodom und Gomorra zerstört worden sind, die werden auch wieder hochkommen. Also es geht nicht um ihr endgültiges Schicksal, aber es geht hier darum, dass Jesus Christus zeigen muss, dass er keine Rebellion tolerieren wird und kann, wenn er Frieden auf Erden erzeugen will. Und so lesen wir hier in Vers 13, zu der Zeit wird der Herr eine große Verwirrung unter ihnen anrichten, sodass einer den anderen bei der Hand packen und seine Hand wieder des anderen Hand heben wird. Vers 14, und auch Juda wird gegen Jerusalem kämpfen. Schauen Sie, es werden Juden sein in der Armee der Heiden, die sich gegen Jerusalem wenden, die gegen Jerusalem kämpfen werden. Wie ist das zu verstehen? Wie kann man das verstehen? Nun, ich möchte hier auf Daniel Kapitel 11 zurückgehen. Daniel Kapitel 11, denn hier wird etwas gesagt über einen noch zukünftigen Herrscher, den König des Nordens, das Tier, dieser politische, militärische Herrscher. Es wird zunächst einmal von einem Vorläufer hier gesprochen, dem Antiochos Epiphanes.
oder Antiochos Epiphanes. Aber es geht hauptsächlich hier um die Endzeit, wie wir noch sehen werden. Also was dieser Antiochos Epiphanes, wie man das aussprechen will, was der damals getan hat, noch vor dem ersten Kommen Jesu Christi, war lediglich ein Vorläufer dessen, was noch geschehen wird. Denn Christus verweist nämlich auf das, was er tat. Und er spricht zum Beispiel von dem Gräuel der Verwüstung. Und er sagt, aber denkt daran, wenn ihr das in der Zukunft wieder aufgerichtet seht, dann wisst ihr, dass die Zerstörung, die Vernichtung Jerusalems herbeigekommen ist. Also es geht hier um eine dualistische Prophezeiung, hauptsächlich sich auf die Zukunft beziehend. Und so lesen wir hier in Daniel Kapitel 11, angefangen in Vers 32. Und er wird mit Ränken, also dieses Tier jetzt, dieser militärische Führer, der wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, die werden sich ermannen und danach handeln. Nun, wie kennt man Gott? Wer ist hiermit gemeint? Das sind hier die wahren Christen, die angesprochen werden. Die kennen Gott, weil sie auch wissen, dass Christus nicht kam, seine Gebote abzuschaffen. Er sagte ja deutlich, ich bin nicht gekommen abzuschaffen, ich bin gekommen das Gesetz zu erfüllen, es mit dem wahren Sinngehalt anzufüllen. Wir lesen ja auch im Neuen Testament, dass es heißt, wenn ihr sagt, ihr kennt Gott und ihr haltet seine Gebote nicht, dann seid ihr Lügner und in euch ist die Wahrheit nicht. Also es geht hier um jemand, der Gott kennt, der also dann auch das Gesetz lehrt, der also auch lehrt, dass wir nach wie vor die Gebote halten müssen. Alle Gebote, inklusive den Sabbat, inklusive die jährlichen Festtage, da werde ich noch drauf zu sprechen kommen. Inklusive die 10 Gebote, die uns sagen, wir sollen unseren Nächsten nicht betrügen, wir sollen keinen Ehebruch betreiben mit der Frau unseres Nächsten. Aber schauen Sie, Ehebruch findet auch die Erweiterung in Unzucht. Es wird ja auch von Unzucht gesprochen. Paulus spricht ja davon, dass man keine Unzucht betreiben soll. Was ist Unzucht? Nun, Ehebruch ist etwas, wenn man entweder selbst verheiratet ist und einen Ehebruch dann betreibt mit einer anderen Frau, sagen wir mal, wenn man ein Mann ist. Oder wenn man selbst nicht verheiratet ist, aber dann einen Ehebruch betreibt mit einer verheirateten Frau und auch umgekehrt, das ist Ehebruch. Also bei dem Ehebruch muss zunächst mal irgendwo eine Ehe bestehen. Nun, Unzucht ist letztendlich etwas, wenn man also sexuellen Verkehr hat zwischen zwei unverheirateten Menschen. Auch das wird in der Bibel verurteilt. Und deswegen, ich weiß, die heutige Tendenz geht dahin, gerade auch in Deutschland, dass man eben zusammenlebt, ohne verheiratet zu sein. Das toleriert die Bibel keineswegs. Das ist Unzucht im Sinne der Bibel. Schauen Sie, sexueller Verkehr gehört in die Ehe. Also wenn Sie mit jemandem zusammenleben wollen, dann heiraten Sie diese Person. Es gibt da keine Alternative, sonst leben Sie nicht zusammen. Ich weiß, dass sogar andere christliche Kirchen, in Anführungszeichen, das auch so lehren und die meisten der Nachfolger oder Mitglieder solcher Kirchen, die kümmern sich nicht darum. Aber die Bibel sagt dies deutlich. Nicht wahr? Die Bibel sagt deutlich, man soll das nicht tun, man darf das nicht tun, es ist Sünde. Und wenn wir Gott kennen wollen, müssen wir uns Gott unterstellen in allem. Mit anderen Worten, seine Gebote lehren und halten. Aber hier geht es um Leute, die also Gott kennen. Es heißt, kehren wir jetzt zurück zu Vers 32, wo ich war. Die vom Volk, die ihren Gott kennen, die werden sich ermannen und danach handeln. Vers 33, und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Wer sind die Verständigen im Volk? Nun wiederum die, die Gott kennen. Mit anderen Worten, die die Wahrheit lehren. Viele, heißt es hier, werden zur Einsicht kommen. Wie kann das zu verstehen sein? Nun, denken wir daran, dass es 144.000 geben wird, die während der Zeit, noch bevor der Tag des Herrn beginnt, von Gott versiegelt werden. 12.000 aus den Stämmen, jedem der Stämme Israels. Nun, Dan wird nicht erwähnt, aber dafür werden die beiden Stämme von Josef erwähnt, Manasse und Ephraim. So, dann wird auch von einer großen Menschenmenge aus allen Völkern gesprochen, die ebenfalls beschützt werden. Nach der großen Trübsal, aber vor dem Tag des Herrn. Also mit Antworten, nachdem die große Trübsal begonnen hat, die müssen durch die Trübsal hindurch. Aber es heißt, die werden ihre Kleider reinwaschen in der Trübsal, die werden beschützt werden vor den Plagen des Herrn. Also, das sind durchaus sehr viele. Und so lesen wir hier auch, die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Mit anderen Worten, es wird dann auch noch Mitglieder der Kirche Gottes geben, wie zum Beispiel die zwei Zeugen, die aber scheinbar mit anderen dann zusammenarbeiten werden, die den Menschen helfen werden, zu verstehen, worum es hier geht. Darüber werden sie verfolgt werden, natürlich. In dem Zeitpunkt würde das Tier herrschen, der falsche Prophet.
Und sie werden verfolgt werden mit Schwert und Feuer und Gefängnis und Raub eine Zeit lang. Und während sie verfolgt werden, wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden, aber viele werden sich nicht aufrichtig zu ihnen halten, auch dann nicht. Auch dann nicht. Da werden es viele geben, die auch sagen, ja, wir gehören Gott an, aber nicht in Wirklichkeit. Vers 35, und einige von den Verständigen werden fallen, damit viele bewährt, rein und lauter werden für die Zeit des Endes. Schauen Sie, darum geht es. Denn es geht ja um eine befristete Zeit. Also hier wird es viele geben, die sich scheinbar der Wahrheit zukehren, aber wenn es letztlich darauf ankommt, dann werden sie sogar gegen Jerusalem kämpfen, wie wir dies gerade in Sacharja Kapitel 14 und in Vers 14 gelesen haben. Das war damals der Fall, im Zeitpunkt von Antiochos Epiphanes, und das wird es auch wieder geben. Und so lesen wir weiter in Vers 14 von Sacharja 14, und man wird zusammenbringen die Güter aller Heiden ringsumher, Gold, Silber und Kleider über die Maßen viel. Und so werden dann diese Plage auch kommen über Rosse, über Maultiere, Kamele, Esel und alle Tiere, die in diesem Heer sind. Sie werden von ihr geschlagen werden. Schauen Sie, es wird sehr schnell gehen. Wie ich sagte, die Herrlichkeit Gottes und auch die Herrlichkeit der Engel, die dann erscheinen wird, und auch die Herrlichkeit der Mitglieder der Gottfamilie, mit anderen Worten der in Unsterblichkeit verwandelten Heiligen, das könnte sie mit umfassen, wenn sie sich bewähren. Die wird natürlich so gewaltig sein, dass diese menschlichen Armeen keinerlei Aussicht haben, überhaupt das überleben zu können. Und auch die Tiere natürlich werden auch da Leid tragen müssen, weil sie ja auch in diesen Heeren sind. Aber was wird dann geschehen? Vers 16. Und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, die werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaot, und um das Laubhüttenfest zu halten. Schauen Sie, es geht hier um eines der sieben heiligen Festtage Gottes. Die werden dann gehalten werden. Heute halten die meisten Christen sogar diese Tage keineswegs. Nun, einige haben begonnen, das Verständnis zu erlangen, diese Tage zu halten. Aber schauen Sie, die sind dann wiederum verwirrt, wie das zu tun ist. Einige haben mir geschrieben und haben gesagt, ja okay, diese Tage, zum Beispiel jetzt die Tage der ungesäuerten Brote. Denn das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote, damit fängt ja der hebräische Kalender im Hinblick auf die Festtage an. Und die sagen, ja also okay, die Zeiten, die sind also dann so und so, aber die haben total falsche Zeiten. Nun, ich weiß nicht, wie die zu diesen falschen Zeiten kommen, aber ich möchte Ihnen eines sagen. Es gibt da viele, die irgendwie mittlerweile begriffen haben, dass diese jährlichen Festtage zu halten sind, aber die haben dann ihre eigenen Kalender produziert. Und die kommen dann mit Daten, die absolut unrichtig sind. Die Daten, die wir auf unserer Webseite auf postenstehen.de veröffentlichen, und die kehren dann zurück zu unserer englischen Webseite. Und die können das einfach dann weiter verfolgen. eternalguard.org. Das sind die einzigen authentischen Daten. Nun, die Kirche Gottes hat seit über 80 Jahren gepredigt, dass diese jährlichen Tage zu halten sind. Sie hat sich alle Argumente angeschaut, wie die zu halten sind, wann sie zu halten sind. Alle Argumente, die gegen den hebräischen Kalender sprechen. Es gibt also wirklich nichts, was nicht untersucht worden ist. Diese Entscheidung ist klar und deutlich vor vielen Jahren schon getroffen worden, im Hinblick auf alle diese Argumente. Und wenn Sie etwas von den jährlichen Festtagen wissen, dann letztendlich nur durch die Wahrheit, die von der Kirche Gottes seit über 80 Jahren verkündet worden ist. Und die Bibel macht deutlich, und Gott macht deutlich, er hat noch nicht einmal der Kirche Gottes die Autorität gegeben, den hebräischen Kalender zu bewahren. Diese Autorität wurde lediglich den Juden gegeben. Ohne die Juden wüsste heute niemand zum Beispiel, wann der Sabbat zu halten ist. Die Juden haben die Woche bewahrt, die Struktur der sieben Tage mit dem Sabbat als den letzten Tag der Woche. Schauen Sie, die meisten heute verstehen das auch nicht. Die meinen, man müsste heute den Sonntag halten. Und einige meinen sogar, der Sonntag sei der siebte Tag der Woche. Das ist natürlich totaler Unfug und die meisten verstehen das auch. Der Sonntag war immer schon der erste Tag der Woche. Aber man wüsste noch nicht einmal, wo heute der Sonntag ist und wann er ist, wenn die Juden nicht die Woche, die Struktur der Woche bewahrt hätten. Und so haben sie eben auch den hebräischen Kalender bewahrt, der uns zeigt, wann
die jährlichen Festtage zu halten sind. Und niemand hat irgendeine Autorität, das zu verändern. So sind also die jährlichen Festtage genau dann zu halten, wie es heute die Kirche Gottes tut. Und lassen Sie sich nicht von anderen verwirren über das Internet, die da mit anderen Daten daherkommen. Auch darüber werde ich nachher noch ein wenig zu sprechen haben, wenn es um die Verdrängung des Sabbats geht im Hinblick auf den Sonntag. Aber zunächst hier geht es klar und deutlich hierum, dass es eine Entscheidungsschlacht geben wird. Jesus Christus kommt zurück mit den Heiligen, mit den Engeln, mit den auferstandenen und verwandelten Heiligen, Sie und ich, hoffentlich. Und ein schnelles Ende wird dann mit den Armeen gemacht werden, die gegen ihn kämpfen wollen, weil sie vielleicht in ihm den Antichristen sehen oder jemand, der sie bedroht, der ihre Herrschaft bedroht. Nun kehren wir zu Offenbarung Kapitel 19 jetzt zurück. Offenbarung Kapitel 19 und fangen wir mit Vers 11 zu lesen an, denn hier wird auch etwas über diese Entscheidungsschlacht gesagt. Offenbarung Kapitel 19 und Vers 11. Und ich lese bis Vers 21, um den Zusammenhang hier deutlich zu machen. Da heißt es, und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe ein weißes Pferd. Und der, der darauf saß, der hieß treu und wahrhaftig, und er richtet, und er kämpft, aber er kämpft mit Gerechtigkeit. Er richtet gerecht. Wie andere Stellen uns sagen, er richtet nicht nach dem, was seine Augen sehen, was seine Ohren hören, er richtet mit Gerechtigkeit. Er richtet auch die Motive der Herzen. Und so heißt es hier, und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und deswegen wird diese Plage über diejenigen, die gegen ihn ankämpfen wollen, ergehen mit dieser Gewalt. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Nun, das kann sich darauf beziehen, dass Jesus Christus gestorben ist für uns und dass durch sein Blut wir Vergebung der Sünden erlangen können. Es kann sich aber auch ganz eindeutig hier auf die Schlacht beziehen in symbolischer Weise, die er kämpfen wird. Und es heißt hier, unser Name ist das Wort Gottes. Nun, wer ist das Wort Gottes? Wir wissen das alle, wir sollten es wissen. Jesus Christus. Im Anfang war das Wort. Johannes Kapitel 1 sagt uns dies. Und das Wort war bei Gott, Gott dem Vater, und Gott war das Wort, oder das Wort war Gott. Und es heißt in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Also Christus ist das Wort Gottes. Er ist derjenige, der hier zurückkommt, der auf diesem weißen Pferd sitzt. Und es heißt in Vers 14, und folgte das Heer des Himmels. Scheinbar hier Engelwesen, die auf weißen Pferden sitzen, auch andere wiederum, andere Engelwesen. Angetan mit weißen, reinem Leinen. Vers 15, und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert. Das Schwert ist das Wort Gottes, dass er damit die Völker schlage. Er wird die Völker durch das Wort Gottes richten. Und er wird sie regieren mit all seinem Stabe, ohne Kompromiss. Er wird nicht Rebellen erlauben, weitere Rebellion durchzuführen. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Gottes des Vaters hier, aber wie wir bereits gesehen hatten, der Grimm bezieht sich auch auf das Lamm, weil sie eben sich weigern, das Wort Gottes zu halten. Weil sie verantwortlich sind für all das Unheil, was hier auf Erden geschieht. Die Erde zerstören und vernichten. Es heißt ja, Gott kommt zurück, um die zu vernichten, die Erde vernichten. Die in Rebellion gegen Gott vorgehen, die ihn sogar bekämpfen wollen. Ja, glauben Sie nicht, dass Gott keine Motivation habe, dass er keine Emotion habe. Er ist zornig über diese unglaublichen Rebellen. Es heißt im Römerbrief, dass sie Gott kannten oder zumindest etwas von Gott kannten, aber sie haben die Wahrheit unterdrückt, bewusst unterdrückt, damit andere die Wahrheit nicht erkennen könnten. Christus warnte die Pharisäer damals, ihr geht nicht ins Reich Gottes hinein und ihr schließt die Tür zu vor denen, die hinein wollen. Gott ist da nicht irgendwie sehr angetan über eine solche Haltung. Und so lesen wir hier in Vers 16, er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. König aller Könige, Herr aller Herren. Es wird dann dazu kommen, dass er keinerlei Rebellion mehr duldet. Es bezieht sich natürlich auch auf uns selbst, denn wir sollen ja Könige und Herren werden. Aber Christus wird immer über uns sein. Es wird in der Gottfamilie niemals eine Rebellion mehr geben, wo
auferstandene und wiedererweckte und in Unsterblichkeit verwandelte Heilige jetzt versuchen würden, gegen Gott vorzugehen. Wenn Gott irgendwann einen Zweifel haben sollte über irgendjemandem, dass er, wenn er ewiges Leben erhält, dann anfangen würde, diese Gabe zu missbrauchen, der würde nicht im Reich Gottes sein, der würde nicht in der Familie Gottes sein. Und wir lesen hier weiter. In Vers 17. Ich sah einen Engel in der Sonne stehen. Er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen, kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes. Und esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die drauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen. Wer ist hiermit gemeint? Schauen Sie, alle die, die in diesen Armeen sein werden, ob es jetzt Kleine sind, also Soldaten, oder große sind, also die Führer dieser Armeen, dann denken wir daran, es wird ja nicht nur das Tier und der falsche Prophet sein, es werden ja auch die Könige des Ostens sein, es werden ja auch die 10 Könige sein, die in Offenbarung 17 beschrieben werden. Also da macht es keinen Unterschied. Alle, die teilhaben an diesem Kampf oder die eben gegen Christus kämpfen wollen. Und dann heißt es auch die Freien und die Sklaven. Nun, Sklaven, man könnte daran auch an solche denken, die in die Armee hineingezogen worden sind. Also die dann Sklaven der Armeen geworden sind. Denn wenn sie heute im Militärdienst sind, dann sind sie nicht mehr Herr über sich selbst. Das wissen sie ja wohl selber. Es gibt aber auch die Freien, die also sich freiwillig denen unterstellen, die für Krieg oder für Geldkrieg führen. Da gibt es ja auch sehr viele. Also es ist egal, wer dazugehört. Alle die, die dazugehören werden, die werden ihre Strafe bezahlen müssen. Vers 19, und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt. Schauen Sie, alle die zusammen, die sind versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Und wir haben bereits gelesen, wo Sacharja was geschehen wird, wenn sie sich dann vor Jerusalem versammeln, um gegen Christus und seine Heiligen Krieg zu führen. Vers 20, und das Tier wurde ergriffen, mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten, und lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Die werden also in diesem feurigen Pfuhl verbrannt werden. Das heißt hier in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte, aber im Griechischen heißt es in einen feurigen Pfuhl geworfen. Es geht nicht um den feurigen Pfuhl im Zeitpunkt der dritten Auferstehung. Der wird hier erst 1100 Jahre später auf Erden sein. Aber sie werden in einen feurigen Pfuhl geworfen werden und dort verbrannt werden. Und Vers 21, und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferde saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Also es wird hier angedeutet, dass keiner da überleben wird. Nun, wir hatten uns das bereits schon mal angesehen, aber ich möchte hier kurz noch mal drauf eingehen. Es geht hier um das Tier, es geht hier um den falschen Propheten, es geht hier um das Mahlzeichen des Tieres und es geht hier um das Bild des Tieres. Nun, mit dem Mahlzeichen wird unter anderem etwas angesprochen, was sehr wichtig ist zu verstehen. Es geht hier um zwei verschiedene Systeme. Es geht um ein System, das uns Gott gegeben hat, dem wir uns unterstellen sollen als wahre Christen. Und es geht um ein System, was durch das Tier und den falschen Propheten und das kleine Horn, das in Daniel beschrieben wird, etabliert wurde. Sie können nicht beiden Systemen anhängen. Das System, das durch diese Führer etabliert wird, durch diese politischen und diese religiösen Organisationen, das wird mit Babylon beschrieben. Und Gott sagt, kommt heraus aus Babylon, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und auch nicht teilhaben müsst an ihren Plagen. Schauen Sie, mit diesem Zeichen des Tieres ist unter anderem auch die Abschaffung des Sabbats gemeint und die Einführung des Sonntags. Das kleine Horn, das in Daniel beschrieben wird, ist ja ein kleines Horn, eine religiöse Institution, die versucht, Zeiten und Gesetz zu ändern. Mit anderen Worten, das Gesetz über Gottes heilige Zeiten. Und so haben wir heute den Sonntag. Und so sagen heute einige, ja, der Sonntag, das ist der Tag des Herrn. Das ist der Tag, an dem wir uns versammeln sollen, um
das Abendmahl zu nehmen oder die Kommunion und um Gott zu verehren. Aber die Bibel sagt nichts darüber. Die Bibel sagt nach wie vor, es ist der Sabbat, der siebte Tag der Woche, der zu halten ist. Und die Bibel sagt auch keineswegs, dass man zum Beispiel am Sabbat, an jedem Sabbat, das Abendmahl zu sich nehmen soll. Das Abendmahl an sich eine unglückliche Übersetzung. Es geht um das Passa. Nun, Christus hat mit seinen Jüngern damals das Abendmahl gehalten. Das war sein Abendmahl. Wir sollen heute kein Mahl mehr zu uns nehmen. Wir sollen aber die Symbole des Blutes und des Leibes Jesu Christi zu uns nehmen. Einmal im Jahr, aber auch nur für die, die Mitglieder, getaufte Mitglieder der wahren Kirche Gottes sind. Denn es heißt, sie sollen beschnitten sein am Herzen. Nicht physisch gesehen, aber am Herzen sollen sie beschnitten sein. Und sie sind nur dann beschnitten, wenn eben Gottes Geist in ihnen wohnt, der sie geistlich beschnitten hat. Also auch da sollten wir sehr aufpassen. Denn Paulus warnt uns davor. Er sagt, wenn sie an dem Leib und an dem Blut Jesu Christi teilnehmen, und das sind auch Symbole, das sind Symbole. Es geht nicht darum, dass in dem Augenblick, wo man jetzt diese Symbole zu uns, dass wir die zu uns nehmen, dass dann auf einmal eine Verwandlung stattfindet. Nein, es sind lediglich Symbole. Der Wein symbolisiert das Blut Christi. Der Leib symbolisiert, oder vielmehr das Brot symbolisiert den Leib Christi. Denn die Bibel sagt uns ja, wir sollen zum Beispiel kein Blut zu uns nehmen. Das ist eine Sünde. Also wir können nicht unbedingt jetzt davon ausgehen, dass sich der Wein jetzt in das Blut verwandeln würde. Aber man soll das einmal im Jahr tun. Aber Paulus sagt, wenn man aber unwürdig, in unwürdiger Weise das zu sich nimmt, dann trinkt man und isst man sich selbst zum Gericht, zu einem Verdammungsurteil. Also Gott warnt uns davor, das nicht leichtfertig zu tun. Aber schauen Sie, da gab es große Diskussionen in der frühen Kirche. Und die Nachfolger Johannes des Evangelisten, des Apostels, das waren zum Beispiel Polycarp und Polykrates, die haben klar und deutlich gesagt, wir müssen lediglich das Passa halten, und zwar am 14. des Nisan, des ersten Monats des hebräischen Kalenders. Aber die katholische Kirche, die Bischöfe von Rom, die begannen, das Passa durch das Osterfest zu verdrängen. Das Osterfest, irgendetwas, was nirgendwo in der Bibel behandelt wird, aber das eben zurückgeht ins Heidentum. Und letztendlich war es dann in einem späteren Konzil, wo dann entschieden worden ist, das Passa darf nicht mehr gehalten werden, sondern das Osterfest muss gehalten werden. Und dann wurde auch mehr und mehr die Idee propagiert, dass man jetzt auch die Kommunion oder das Abendmahl halten kann, nicht nur am Passa, sondern so oft wie man will. Und dann wurde natürlich auch der Sabbat, der siebte Tag der Woche, durch den Sonntag, den ersten Tag der Woche, verdrängt. Und auch das wurde in diesen Konzilen festgelegt. Und dann wurde sogar ein klares Diktat gegeben und Dekret. Und es wurde gesagt, jeder, der jetzt nach wie vor das Passa halten will, und jeder, der nach wie vor den Sabbat halten will, der ist Anathema. Anathema, ein Wort für verdammt, abgeschnitten von der Wahrheit, abgeschnitten von Gott, abgeschnitten von Christus. Und wenn ein solches Urteil gefällt wurde, dann bedeutete dies letztendlich das Todesurteil eines solchen Menschen, denn er wurde dann verfolgt von den politischen und den religiösen Organisationen. Alles dies muss man verstehen und begreifen, dass wenn es darum geht, dass man das Tier und die Regel des Tieres und den falschen Propheten und die Ideen des falschen Propheten ablehnen muss, inklusive das Mahlzeichen des Tieres, was man da ablehnt. Man lehnt ein System ab, das sich gegen Gott gewandt hat. Schauen Sie, der Tag des Herrn wird nirgendwo mit Sonntag identifiziert. Zunächst einmal wird der Tag des Herrn, geht es um eine Zeitspanne, wie wir gesehen haben, eine prophetische Zeitspanne, die mit ungefähr einem Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnt. Also es geht gar nicht um einen wöchentlichen Tag. Es geht hier lediglich um eine Zeitspanne. Einige Bibelübersetzungen, die schreiben in Offenbarung, wenn es heißt, Johannes, der wurde am Tag des Herrn im Geist in den Himmel versetzt. Oh, das geschah am Sonntag. Unfug. Es geht um den Zeitpunkt, wenn die Geschehnisse, die mit dem Tag des Herrn beginnen hauptsächlich, wenn das eben geschehen wird. Es geht hier um eine Prophezeiung. Aber wenn man sagen wollte, der Tag des Herrn bezieht sich auf einen Wochentag, dann bezieht er sich eben nicht auf den Sonntag, sondern auf den Sabbat. Was hat Jesus Christus gesagt?
Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat oder Herr des Sabbats. Nirgendwo lesen Sie in irgendeiner Form, dass der Sonntag der Tag des Herrn sei oder dass der Sonntag geheiligt werden soll oder dass es am Sonntag dazu kommen soll, Gott zu verehren anstelle vom Sabbat oder dass man am Sonntag die Kommunion oder das Abendmahl zu sich nehmen soll. Nun, jemand von Ihnen hat mir, und ich bin sehr dankbar dafür, ein Memorandum geschickt und mich auf etwas aufmerksam gemacht, was mir noch nicht bekannt war. Und er bezieht sich hier auf Apostelgeschichte 20 und Vers 7. Ich möchte diese Stelle einmal aufschlagen in diesem Zusammenhang. Apostelgeschichte 20 und Vers 7 und schauen wir uns dies zunächst einmal in der Lutherbibel von 1984 an, wie das übersetzt ist. Und so wird es in den meisten Bibeln eigentlich auch übersetzt, so ungefähr. Da heißt es, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus, und da er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die Rede hin bis Mitternacht. So wird es also in dieser Bibelübersetzung dargelegt. Nun, eine scheinbar neue, unrevidierte oder vielmehr revidierte Lutherbibel vom 15. Januar 2012 übersetzt die Stelle wie folgt. Am letzten Abend, es war Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir zum Mahl des Herrn zusammen. Paulus, der am nächsten Tag weiterreisen wollte, sprach zu den Versammelten. Und weil sie noch viele Fragen hatten, blieb er bis Mitternacht. Also diese Stelle ist total verkehrt übersetzt, in verschiedenster Weise. Zunächst einmal geht es hier nicht um das Mahl des Herrn. Es geht um etwas, wo es heißt, als sie Brot brachen. Nun, die Bibel ist voll von Referenzen, von Bibelstellen, wo vom Brotbrechen die Rede ist. Und es geht lediglich um ein normales Mahl. Es ist eine Ausdrucksweise dafür, dass die Jünger ein Mahl zu sich nahmen. Hat mit Kommunion, mit dem Abendmahl, mit dem Mahl des Herrn absolut nichts zu tun. So dann heißt es auch hier nicht, am letzten Abend, es war Sonntag, der erste Tag der Woche, sondern es geht hier darum, dass am ersten Tag der Woche, als sie versammelt waren, das Brot zu brechen, mit anderen Worten ein Mahl zu sich zu nehmen, da predigte ihnen Paulus. Aber wir hatten immer bereits schon verstanden, dass der Paulus natürlich am Sabbat denen gepredigt hat, denn es war der Sabbat, an dem man zusammenkam, und hat dann aber seine Predigt weiter hingezogen, bis sogar nach Mitternacht, man würde heute sagen am Samstagabend, denn schauen Sie, die Tage, die beginnen ja mit Sonnenuntergang. Also der Sabbat endete mit Sonnenuntergang, der erste Tag der Woche begann mit Sonnenuntergang. Paulus hat also am Sabbat gepredigt, hat dann noch weiter gepredigt bis hin nach Mitternacht hin. Denn am nächsten Morgen, heißt es, wollte er dann auf eine lange Reise gehen. Er würde dann die Jünger für lange Zeit nicht mehr wiedersehen. Deswegen hat er da sehr lange gepredigt. Und heute meinen einige, wenn ich so eine Stunde lang predige, ist das schon zu lang. Aber der Paulus, der hat also bis Mitternacht gepredigt. Aber interessant ist nun, dass in der alten Lutherbibel, und das war mir nicht bekannt, in der alten Lutherbibel von 1545, die dann nachher im Jahre 1863 wiederum publiziert wurde, diese Stelle noch ganz anders übersetzt wird. Und ich habe hier, und ich, wie gesagt, möchte mich sehr herzlich dafür bedanken, eine Kopie von der Ausgabe von 1863. Und hier ist die Stelle von 1863, wie es da geschrieben steht. Und da heißt es wie folgt: Auf einen Sabbat aber, da die Jünger zusammenkamen, das Brot zu brechen, da predigte ihnen Paulus und wollte des anderen Tages ausreisen und verzog das Wort bis zur Mitternacht. Hier wird es ganz klar, dass der Paulus am Sabbat predigte und dass die am Sabbat dann auch das Mahl zu sich nahmen, aber es geht auch hier nicht um das Abendmahl, und dass er dann halt bis zur Mitternacht, man würde heute sagen am Samstagabend, Samstagnacht gepredigt hat. Aber schauen Sie, wie zum Beispiel die revidierte oder diese neue Lutherbibel von 2012 das total verdreht. Total falsch übersetzt. Also ich rate total davon ab, sich diese Bibel zu kaufen und die zu lesen. Und so hat Luther aber auch schon andere falsche Ideen gehabt. Er hat zum Beispiel, wo das Wort Passa geschrieben steht im Neuen Testament, hat das einfach mit Ostern übersetzt. Wohl wissend, dass das nicht im hebräischen oder griechischen Urtext stand. Er war ohnehin ein eigensinniger Mann. Er hat einmal in einer Stelle im Römerbrief das falsch übersetzt, indem er ein Wort hinzugefügt hat, das Wort allein. Es heißt im Römerbrief, der Glaube macht euch selig. Und Luther hat übersetzt, der Glaube allein macht euch selig.
Und als er dann doch auf ihn angesprochen wurde, warum er das Wort allein hinzugefügt habe, da es doch im Urtext nicht steht, da hat er gesagt, es ist der Wille des Dr. Martin Luther, dass dem so sei. Aber schauen Sie, unser Wille ist total unabhängig vom Willen Gottes, wenn da ein Widerspruch besteht. Unser Wille soll sich dem Willen Gottes unterordnen. Und das steht eben nicht im Urtext so. Und deswegen darf man nicht da etwas hinzufügen. Aber schauen Sie, wie kann es zu Verfolgungen kommen? Ich habe ja von Verfolgungen gesprochen. Und die Bibel sagt deutlich, dass diejenigen, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen, die werden den Zorn Gottes kosten müssen. Wie kann es dazu kommen? Im 21. Jahrhundert, nun denken wir daran, dass es im 20. Jahrhundert geschehen ist, da wurden nämlich viele Juden verfolgt. Und nicht nur Juden, sondern auch alle anderen, die sich den Diktaten der orthodoxen Christenheit zunächst einmal nicht unterstellt haben. Nun, Hitler wollte sogar auch gegen die orthodoxe Christenheit nach dem Kriege vorgehen und hat natürlich auch einige Katholiken und Protestanten bereits schon im Dritten Reich verfolgt, das wissen wir. Aber schauen Sie, wenn jemand damals den Sabbat hielt, der wurde automatisch in den Topf mit den anderen Juden geworfen. Und das ist ja auch damals unter Luther bereits der Fall gewesen. Schauen Sie, Luther hatte ja ursprünglich versucht, die Juden zu bekehren. Das hat dann aber nicht geklappt, die wollten sich nämlich nicht bekehren lassen. Und dann hieß es, dass der Luther anfing, ganz polemisch gegen die Juden vorzugehen und Schriften gegen die zu verfassen und hat unter anderem eine Schrift verfasst mit dem Titel gegen die Juden und alle, die den Sabbat halten. Oder gegen die Juden und alle Sabbatarier. Also auch da wurde eine Gemeinsamkeit festgestellt in den Augen derjenigen, die gegen den Semitismus vorgehen wollten. Also das ist keinerlei großartige Idee, dass es nicht wiederum zu Verfolgungen von wahren Christen kommen kann und kommen wird. Natürlich wird es das. Die Bibel sagt dies eindeutig. Und wir sollten dem glauben, was die Bibel lehrt. Nun kehren wir zu Daniel Kapitel 2 zurück. Denn da wird nämlich über diese Schlacht ebenfalls, von der wir hier gesprochen haben, geredet. Und auch hier wird wiederum gesagt, wer daran alle beteiligt ist. Daniel Kapitel 2. Da lesen wir in Vers 44. Zu der Zeit dieser Könige, nun wer ist mit diesen Königen gemeint? Zu der Zeit dieser Könige, hier werden sie mit 10 Zehen beschrieben. 10 Zehen in dem Standbild, das der Nebukadnezar in einem Traum sah. Und der Daniel kam, um es ihm zu verdeutlichen. Und letztendlich ging es dann um die Wiederauferweckung, oder vielmehr zunächst einmal das Römische Reich, aber dann die Wiederauferweckung des Römischen Reiches. Und die letzte Wiederauferweckung des Römischen Reiches würde eben unter 10 Königen stattfinden, unter 10 Zehen, die im gleichen Zeitpunkt herrschen würden. Und es heißt, zur Zeit dieser Könige, dieser 10 Zehen, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Nein, es wird auf die wahren Diener Jesu Christi kommen, auf diejenigen, die dann im Reich Gottes sein werden, in der Familie Gottes, als unsterbliche Geistwesen, als Mitglieder der Gottfamilie. Auf das Volk wird es kommen, aber nicht auf ein anderes physisches Volk. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wiederum kehren wir zur Offenbarung Kapitel 17 zurück und schauen wir uns etwas Näheres an über diese 10 Könige. Diese 10 Zehen im Buch Daniel. In Offenbarung Kapitel 17 und angefangen in Vers 12. Hier werden sie mit 10 Hörnern beschrieben. Es geht hier um ein Tier, auf dem eine gefallene Frau sitzt. Es geht um ein politisches System, auf dem ein religiöses System herrscht und sitzt. Und dieses Tier eben hat auch 10 Hörner. Identisch mit den 10 Königen, den 10 Zehen im Buch Daniel Kapitel 2. Es heißt hier, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Schauen Sie, es geht um die letzte Wiederauferstehung des Römischen Reiches, wenn diese 10 Könige herrschen werden. Die herrschen zurzeit noch nicht, laut Bibel. Auch damals haben sie noch nicht geherrscht, als Johannes dies schrieb, aber Johannes hat natürlich sich auf die Endzeit bezogen. Die haben ihr Reich noch nicht empfangen, aber wie Könige werden sie für eine Stunde, für eine kurze Zeit, Macht empfangen, zusammen mit dem Tier, diesem letzten politischen Führer. Und das heißt hier, wie Könige werden sie Macht empfangen. Mit anderen Worten, es bedeutet nicht unbedingt, dass es tatsächliche Könige sein müssen. Es könnten Könige sein, es könnten aber auch politische Herrscher sein, die eben
nicht über Königreiche herrschen in Europa. Es gibt natürlich europäische Länder, wo noch Könige herrschen. Es gibt andere europäische Länder, wo eben Könige nicht herrschen. Aber die alle werden wie Könige Macht empfangen, heißt es hier, für eine Stunde mit dem Tier, Vers 13. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Also die übertragen ihre Autorität an das Tier, das jetzt ein theokratischer, diktatorischer Führer werden wird. Vers 14. Und die werden gegen das Lamm kämpfen. Schauen Sie, das Lamm Jesus Christus. Das Passahlamm. Das Lamm, das gekommen ist, die Sünden der Welt zu tragen. Das für uns gestorben ist. Unser Passahlamm heute ist Jesus Christus. Aber deswegen nehmen wir auch am Passa, diejenigen, die getaufte, bekehrte Mitglieder der Kirche sind, am Passa die Symbole von Blut und eben dem Leib zu sich. Er ist eben das Passahlamm. Wir schlachten heute kein regelrechtes Lamm mehr, wie das damals die Israeliten im alten Ägypten taten. Er hat diese Symbole ja verändert, aber er hat jetzt diese neuen Symbole eingeführt. Er, das Passahlamm, das für uns gestorben ist. Und wir sollen am Passa, wie es heißt, daran denken, dass er für uns gestorben ist. Und wir verkündigen seinen Tod, bis dass er kommt. Aber die werden hier gegen das Lamm kämpfen. Die werden sich keineswegs dem Passahlamm unterstellen. Aber das Lamm wird sie überwinden, heißt es hier in Vers 14. Denn er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und die mit ihm sind, also jetzt die mit ihm sind, diejenigen, die jetzt auferweckt wurden aus ihren Gräbern, oder wenn sie noch gelebt haben in Christus, die verwandelt worden sind, die sind Berufene und die sind Auserwählte und die sind Gläubige. Schauen Sie, wir werden heute berufen zum Heil. Wir werden auserwählt aus der Welt. Aber wir müssen auch den Glauben bewahren. Treu sein, wie andere Bibelübersetzungen es haben. Es geht um den Glaubensgehorsam, von dem Paulus spricht, wie ich das schon öfters gesagt habe. Glaube ohne Werke ist tot. Wenn Sie sagen, ich glaube, aber Sie stellen Ihren Glauben durch Ihre Werke, durch Ihre Lebensweise, so wie Sie leben, unter Beweis, dann ist der Glaube nutzlos. Jakobus sagt sogar, die Teufel glauben auch, dass es Christus gibt, dass es Gott den Vater gibt, und sie zittern. Sie wissen, ihr Gericht kommt. Schauen Sie, es geht nicht nur um einen theoretischen Glauben hier. Und diejenigen, die meinen, sie würden im Reich Gottes sein, wenn sie nur theoretisch an Christus glauben, aber nach wie vor weiter in Sünde leben, die werden nicht im Reich Gottes sein. Aber hier sehen wir wiederum, dass diese 10 Könige, diese 10 Zehen, diese 10 Herrscher, diese 10 Hörner, die werden zusammen mit dem Tier und dem falschen Propheten und den anderen Königen auf Erden, den anderen Mächten gegen das Lamm kämpfen. Aber das Lamm Jesus Christus wird sie natürlich besiegen. Und schauen wir uns jetzt wiederum in Daniel Kapitel 7 etwas weiteres an. Daniel Kapitel 7, angefangen in Vers 21. Daniel Kapitel 7, angefangen in Vers 21. Und ich sah das Horn kämpfen. Hier geht es jetzt um das kleine Horn, von dem ich eben sprach. Dieses religiöse Horn, das sich bemühen wird, Zeiten und Gesetze zu ändern. Das dafür verantwortlich sein wird, die Heiligen zu verfolgen. Ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen. Eine erneute Verfolgung der Heiligen ist prophezeit. Und es behielt den Sieg über sie für eine gewisse Zeit. Während der großen Trübsal. Nun, wie ich bereits sagte, es gibt Schutz für einige. Aber wie gesagt, auch darüber werden wir vielleicht noch zu sprechen kommen in den nächsten Predigten. Aber Christus sagt uns auch, wer diesen Schutz erhalten wird. Nicht alle, selbst in der Kirche Gottes, werden diesen Schutz nicht erhalten. Und so heißt es hier, ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen und es behielt den Sieg über sie, bis der kam, Vers 22, der uralt war. Und hier ist dies eine Bezeichnung, die sich auf Jesus Christus bezieht. Nun, das Wort oder die Bezeichnung derjenige, der uralt war, das schauen wir uns gleich noch an, kann sich auf Gott den Vater beziehen. Und eben auch auf Jesus Christus. Denn beide sind ja Mitglieder der Gottfamilie. Beide haben ja seit Ewigkeit existiert. Sowohl Christus als auch Gott der Vater werden beschrieben als Ich bin, der ich bin, als der Jahwe, der Ewige. Der für ewige Zeiten Existierende. Sie sind das Anfang und das Ende.
Schauen Sie, es heißt hier, bis der kam, der uralt war. Nun, der kommen wird, ist Jesus Christus zu dem Zeitpunkt. Und der rechtschaffte den Heiligen des Höchsten. Nun, die Heiligen des Höchsten, das ist eine Bezugnahme auf Gott den Vater. Gott der Vater ist der Höchste in der Gottfamilie. Also hier werden beide Persönlichkeiten beschrieben. Bis der kam, der uralt war, Jesus Christus, und rechtschaffte den Heiligen des Höchsten, Gottes des Vaters, und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Schauen Sie, die Heiligen gehen jetzt in das Reich Gottes ein. Und sie erhalten natürlich dann auch die Königsherrschaft unter Jesus Christus. Und der steht wiederum unter dem Höchsten, Gott dem Vater. Vers 26. Danach wird das Gericht gehalten werden, dann wird ihm, also diesem kleinen Horn, und es heißt in Vers 25, es wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern, aber dann wird ihm seine Macht genommen werden und ganz und gar vernichtet werden. Vers 27, aber das Reich und die Macht und die Gewalt über alle Königreiche oder die Königreiche unter dem ganzen Himmel, unter dem ganzen Himmel zeigt, dass es hier auf Erden stattfinden wird. Also die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Dessen Reich ist ewig und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Schauen Sie, das ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes, die Familie Gottes, die auf Erden herrschen wird. Wenn wir zu Geist verwandelt werden, werden wir eingehen in das Reich Gottes als Mitglieder des Reiches Gottes, denn Gott ist das Reich, Gott ist die Familie Gottes. Zurzeit besteht die Familie Gottes aus Gott dem Vater und Jesus Christus dem Sohn. Aber wenn wir durch den Heiligen Geist gezeugt werden, wenn wir den Heiligen Geist erhalten bei der Taufe, die richtig vonstatten gehen muss. Wenn wir den Heiligen Geist erhalten, dann werden wir gezeugt. Dann sind wir gezeugte Mitglieder der Gottfamilie, aber noch nicht wiedergeboren. Wir werden wiedergeboren, wenn wir auferweckt werden, wenn wir gestorben sind oder wenn wir verwandelt werden, wenn wir noch leben sollten, zu Geistwesen. Was von Geist geboren ist, das ist Geist, sagt Johannes oder sagt vielmehr Christus im Johannesevangelium zu Nikodemus. Sie sind heute noch kein Geist, ob sie jetzt den Heiligen Geist erhalten haben oder nicht, aber sie sind gezeugte Mitglieder der Gottfamilie. Und wir werden in das Reich Gottes, in die Familie Gottes als Mitglieder der Gottfamilie eingehen, wenn Christus zurückkommt, wenn das Reich Gottes hier, die Herrschaft Gottes auf Erden, errichtet wird. Die Bibel ist klar von Anfang bis Ende über diese Wahrheit, die die meisten Menschen, selbst die, die sich zum Christentum bekennen, überhaupt nicht begreifen. Überhaupt nicht verstehen. Aber schauen Sie, da kommt natürlich die Verführung mit hinein. Nun, interessant ist auch, und ich wollte das eigentlich heute besprechen, aber da bin ich nicht dazu gekommen. Aber ich werde das in der nächsten Predigt tun. Interessant ist auch, dass in allen diesen Stellen, die wir bislang gelesen haben, und auch weitere Stellen, die wir lesen werden, nirgendwo vom Heiligen Geist gesprochen wird, als einer dritten Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie. Nirgendwo wird der Heilige Geist erwähnt, weder hier im Buch Daniel, noch im Buch der Offenbarung, als eine eigenständige Persönlichkeit. Die Idee der Dreieinigkeit allerdings besagt, dass Gott aus Vater, Sohn und Heiligen Geist besteht. Nun, meine Damen und Herren, die Lehre der Dreieinigkeit findet sich nirgendwo in der Bibel. Die Bibel lehnt die Lehre der Dreieinigkeit total ab. Sie ist nicht etwas, was Sie aus der Bibel finden können. Es geht um den Vater und es geht um den Sohn. Der Heilige Geist ist etwas, was der Vater und der Sohn haben, der von dem Vater und dem Sohn ausgeht. Es ist die Kraft Gottes, die uns auch die Gesinnung Gottes schenkt. Es ist etwas, was Gott uns geben will. Es heißt, er gießt seinen Geist über uns aus. Er gießt seinen Geist in uns. Es ist aber keine eigenständige Person. Der Heilige Geist wird nirgendwo als eine heilige Person beschrieben und er wird auch nicht als ein Gottwesen beschrieben. Nun, einige sehen das also anders. Die sagen, nein, also der Heilige Geist, das ist schon ein Gottwesen. Er wird ja auch in gewisser Weise personifiziert. Das heißt, hier der Geist spricht, also muss es dann ein Gottwesen sein? Keineswegs. Wir haben eine Broschüre verfasst mit dem Titel »Ist Gott eine Dreieinigkeit?« Diese Broschüre können Sie auf unserer Webseite auf postenstehen.de lesen.
Und ich werde darauf eingehen, in großem Detail, in der Zukunft. Aber ich möchte hier kurz einmal etwas einflechten. Und zwar die Tatsache, dass sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche weiß und lehrt. Beachten Sie, was ich sage. Sie wissen und sie lehren, dass die Bibel die Dreieinigkeit nicht lehrt. Wussten Sie das? Wussten Sie, dass sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche darüber übereinstimmen, dass die Bibel die heilige Dreieinigkeit, wie sie genannt wird, nicht lehrt? Nun, ich gebe Ihnen ein paar Zitate hierzu. Der Schweizer und protestantische Theologe Karl Barth, der schrieb in seinem Buch Die Lehre vom Wort Gottes. Und ich zitiere, das ist ein Zitat jetzt aus der englischen Ausgabe, die wir dann ins Deutsche zurückübersetzt haben. Die Bibel oder der Bibel mangelt es an einer ausdrücklichen Erklärung, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist gleichen Wesens sind und daher in einem gleichwertigen Sinne Gott selbst sind. Zum anderen fehlt es an der Ausdrücklichkeit, dass Gott nur aus jenem Grunde Gott ist, weil er aus Vater, Sohn und Heiligen Geist besteht. Diese beiden ausdrücklichen Erklärungen, die über das Zeugnis der Bibel hinausgehen, sind dualer Bestandteil der Dreieinigkeitslehre der Kirche. Hier ein anderer Auszug aus An Outline of Christian Theology oder eine Einführung in die christliche Theologie von Dr. William Newton Clark, nun ein sehr bekannter Kommentator. Der schreibt, es gibt keine Trinität im Johannesprolog, dennoch ist eine Unterscheidung in der Gottheit vorhanden, eine Dualität Gottes. Mit anderen Worten, Gott besteht aus zwei Persönlichkeiten, dem Vater und dem Sohn. Aber zum Beispiel auch, wenn Sie Johannes 1, das erste Kapitel lesen, nirgendwo finden Sie etwas darüber, dass der Heilige Geist eine dritte Person sei. Er fährt dann fort zu sagen, das Neue Testament beginnt das Werk, beendet es jedoch nicht. Also der glaubte nämlich an die Dreieinigkeit. Und er bemängelt die Tatsache, dass das Neue Testament sie nicht lehrt. Er sagt, die beginnt das Werk, beendet es aber nicht, da es keine ähnliche Lehre in Bezug auf den Heiligen Geist beinhaltet, eine ähnliche Lehre bezogen auf den Vater und den Sohn. Er sagt, die einmalige Wesensart und Mission Christi bestätigen sein Gottwesen. Eine analoge Basis für eine Göttlichkeit des Geistes ist nirgendwo gegeben. Gedanken im Neuen Testament werden nie in dieser Richtung zu Ende geführt. Und es ist auch interessant, dass die Lehre der Dreieinigkeit von der frühen christlichen Kirche niemals gelehrt wurde. Auch hier kam es wieder zu diesen Konzilen, von denen ich sprach, die auf einmal dann die Dreieinigkeitslehre festsetzten. Und diejenigen, die dann nicht mehr daran glaubten, die wurden dann also wiederum verfolgt. Sie haben vielleicht von Karl Rahner gehört, ein deutscher Theologe, gemäß einiger Ausgaben, zum Beispiel Funk and Wagnalls New Encyclopedia, die sagen, der führende römisch-katholische Theologe des 20. Jahrhunderts. Okay, nun hören wir uns einmal an, was der führende römisch-katholische Theologe des 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Der schrieb in seinem Buch Dreieinigkeit, er schrieb Folgendes, die Heilige Schrift präsentiert keine klare Trinität. Selbst der Johannesprolog stellt keine solche Lehre dar. Zitat Ende. Die New Catholic Encyclopedia oder die Neue Katholische Enzyklopädie, die schreibt Folgendes. Die Dreieinigkeit ist die Wahrheit darüber, dass sich in der Gottheit drei Personen einen. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Und dennoch bilden diese drei nicht drei Götter, sondern einen ewigen Gott, alle gleich, nicht erzeugt, allmächtig. Aber dann schreiben sie Folgendes. Das Alte Testament sieht den Geist Gottes nicht als eine Person, weder im streng philosophischen Sinne noch im semitischen Sinne. Der Heilige Geist Gottes ist einfach die Kraft Gottes. Wenn es manchmal als ein von Gott verschiedenes Wesen dargestellt wird, dann aus dem Grunde, dass Jahwes Odem nach außen wirkt. Die Mehrheit der neutestamentlichen Schriften offenbart Gottes Heiligen Geist als etwas, nicht als jemanden. Dies wird besonders im Parallelismus zwischen dem Heiligen Geist und der Macht Gottes deutlich. Nun, die sagen, die Mehrheit der neutestamentlichen Schriften, wie wir noch sehen werden, gibt es keine einzige Schrift im Neuen Testament, die Dreieinigkeit lehren würde. Es ist auch interessant, sich die Frage zu stellen, wie kam es dann aber zu der Idee der Dreieinigkeit? Wie kam die in das Christentum hinein?
lassen wir wiederum die New Catholic Encyclopedia das beantworten. Die schreibt nämlich Folgendes in dem Artikel Trinity. Wenn jemand von einer unqualifizierten Dreieinigkeitslehre spricht, ist er von der Zeit der christlichen Anfänge abgerückt und bei dem letzten Viertel des vierten Jahrhunderts angekommen. Erst zu dieser Zeit wurde das möglicherweise endgültige Dogma der Trinitarier, ein Gott in drei Personen, uneingeschränkt in das christliche Leben und die Lehre übernommen. Ich habe hier ein interessantes Buch vor mir liegen, A History of God, von einer katholischen Nonne geschrieben, Karen Armstrong. Und diese Nonne geht in die Geschichte der Dreieinigkeit hinein. Und sie beschreibt sehr viele interessante Stellen, die sich auf die Idee, die Entwicklung der Dreieinigkeit im christlichen Glauben beziehen. Ich möchte ein paar Zitate hier Ihnen zu Gehör bringen. Da schreibt sie Folgendes. Die Dreieinigkeit machte lediglich Sinn als eine mystische oder spirituelle Erfahrung. Sie war keine logische oder verstandesgemäße Formulierung, vielmehr ein Fantasiegebilde, das Verwirrung stiftete. Für viele westliche Christen ist die Dreieinigkeitslehre nichts als rätselhaft. Aus logischer Sicht machte sie überhaupt keinen Sinn. Gregor von Nazianz erklärte einst, dass die große Unverständlichkeit der Trinitätslehre uns gegen das absolute Geheimnis Gottes aufbringt. Sie erinnert uns stets daran, dass wir nicht hoffen brauchen, ihn zu verstehen. Es war zum Beispiel zwecklos, verstehen zu wollen, wie die drei Hypostasen, griechisch für Personen, der Gottheit völlig identisch und zugleich doch verschieden sein könnten. Dies ist nicht mit Worten auszudrücken und liegt außerhalb des menschlichen Verstandes. Aber schauen Sie, wenn die Bibel uns etwas offenbart, kann man es verstehen. Die Tatsache, dass die Trinitätslehre dem menschlichen Verstand überhaupt gar nicht zugänglich ist, bedeutet schon, dass da etwas faul daran sein muss. Denn wir sollen ja an die Einfachheit glauben, die in Christus ist, wie es klar und deutlich geschrieben steht. Der berühmte Theologe Thomas von Aquin, so lesen wir weiter in diesem Buch, der hat diese Idee aus dem Griechentum übernommen, dem heidnischen Griechentum, diese Dreieinigkeitsidee. Er hat die von Platon übernommen, er hat die von Aristoteles übernommen. Die hatten nämlich an eine solche Dreieinigkeitslehre geglaubt. Und er hat dann andere Ausdrücke zunächst einmal verwandt. Er sprach dann von Denker, Gedanke und unbewegter Beweger. Aber er bezog das auch auf Gott, den Vater, auf den Sohn und den Heiligen Geist. Und dann heißt es hier, während der Reformation wurde das Dogma der Dreieinigkeitslehre von einigen Reformern abgelehnt. Jedoch nicht von Luther und von Calvin. Laut Karen Armstrong waren, und ich zitiere, diese traditionellen Glaubenslehren Gottes zu tief in der christlichen Erfahrung verwurzelt, um von Luther oder Calvin hinterfragt zu werden. Es ging sogar noch viel weiter. Calvin sogar, der Reformer, der protestantische Reformer, begann alle die zu verfolgen und umzubringen oder dabei zu sein, die umzubringen, die weiterhin die Dreieinigkeitslehre ablehnten. Es heißt hier, im Jahre 1553 ließ Calvin den spanischen Theologen Michael Servetus für seine ablehnende Haltung gegenüber der Dreieinigkeitslehre hinrichten. Servetus war aus dem katholischen Spanien geflohen und fand Zuflucht in Calvins Genf. Er behauptete, er sei zum Glauben der Apostel und der frühesten Kirchenväter zurückgekehrt, die aber niemals von dieser außergewöhnlichen Lehre gehört hatten. Nun frage ich Sie, meine Damen und Herren, wenn die frühtestamentliche Kirche, die frühen Apostel und auch die Jünger dann von Johannes dem Apostel, wie Polycarp, Polykrates, noch nie etwas von der Dreieinigkeitslehre gehört haben, sollte uns das nicht etwas zu denken geben über diese Idee der Dreieinigkeitslehre und der Idee, dass der Heilige Geist Gott sei und eine Person? Die Tatsache, dass diese Menschen, die das in den zukünftigen Jahren dann dargestellt haben, umgebracht wurden, das hat nichts zu besagen, als allein die Tatsache, dass sie zu der Wahrheit zurückgekehrt sind, die ein für alle Mal den Heiligen übergeben worden ist. Servetus behauptete Folgendes. Die Dreieinigkeitslehre war eine menschliche Erfindung, die die Köpfe der Menschen von der Weisheit des wahren Christus entfremdet.
Gottfried Arnold schrieb ein Buch im Jahre 1699, in welchem er die Auffassung vertrat, die Dreieinigkeit, obwohl orthodox angesehen, könne nicht auf die ursprüngliche Kirche zurückgeführt werden. Dem puritanischen Dichter John Milton, und ich zitiere, erschienen solche traditionellen Lehren wie die Trinität zweifelhaft. Und dann schreibt Karen Armstrong Folgendes auf Seite 201 ihres Buches in der englischen Ausgabe. Im Grunde sind viele westliche Christen keine wirklichen Trinitarier. Sie klagen über die Unverständlichkeit der Lehre von drei Personen in einem Gott, ohne zu verstehen, dass dies der springende Punkt für die Griechen war. Denn aus dem Griechentum kam es nämlich. Die wollten nämlich, dass man es nicht verstand. Die wollten nämlich, dass man Gott nicht begreifen konnte. Deswegen kamen die mit dieser Lehre. Und das orthodoxe Christentum hat sie übernommen, ohne überhaupt zu begreifen, was sie sich damit angetan hat. Denn Gottes Wahrheit ist klar und eindeutig. Wir sagen in unserer Broschüre, sie darf seinen Jüngern nicht unverständlich sein. Paulus mahnte zur Vorsicht, nicht unsere Gedanken abwenden zu lassen von der Einfalt und der Lauterkeit gegenüber Christus. Und Sie lesen dies in 2. Korinther 11, Vers 3. Wenn jemand eine der Hauptlehren nicht versteht, ist aller Wahrscheinlichkeit nach etwas falsch an ihr. Nun, wie gesagt, in zukünftigen Predigten werde ich dann auf die angeblichen biblischen Beweise eingehen, die die Dreieinigkeitslehre begründen wollen, obwohl wir bereits gesehen haben, dass sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche die Dreieinigkeitslehre lehren, zugeben, dass die Bibel das gar nicht lehrt. Aber einige kommen trotzdem noch daher mit gewissen Stellen und sagen, aha, das beweist die Dreieinigkeit. Sie sind im Irrtum. Sie sind im Irrtum, wenn sie das glauben. Sie haben sich menschlichen Traditionen angeschlossen, die im Gegensatz stehen zu dem, was die Bibel lehrt. Schnell noch zurückkehren zur Offenbarung Kapitel 20. Ich möchte noch eine Stelle vorlesen, die sich wiederum auf die Zukunft bezieht und auf das, was geschehen wird, nachdem Christus zurückgekommen ist. Offenbarung Kapitel 20, und lesen wir die Verse 4 bis 6. Ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Schauen Sie, es geht ja hier jetzt um das Volk der Heiligen. Das heißt, und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses von Jesus, um des Wortes Gottes willen. Die sind umgekommen, die sind vernichtet worden, die sind zerstört worden durch das Tier, durch den falschen Prophet, durch diese Mächte, die sich nicht dem unterstellen wollen und wollten und wollen werden, was eben Gott sagt. Die sind also um des Wortes Gottes willen getötet worden, die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn, auf ihre Hand. Und diese wurden lebendig und sie regierten mit Christus 1000 Jahre, dieses Millennium hindurch. Und dann heißt es in die anderen Toten, die wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Mit anderen Worten, dann werden auch sie lebendig werden. Das ist die zweite Auferstehung, von der heute auch viele nichts wissen. Aber dann geht er zurück hier in Vers 3 und sagt zu Ende, das ist die erste Auferstehung. Mit anderen Worten, die, die jetzt lebendig werden zum Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt. Vers 6. Selig ist der und heilige Teil an der ersten Auferstehung, über den hat die zweite Tod keine Macht. Warum nicht? Nun, weil sie jetzt unsterbliche Geistwesen geworden sind. Die können dann nicht mehr sterben. Die können natürlich auch nicht mehr im feurigen Pfuhl vernichtet werden. Also selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Sie werden im Reich Gottes sein, zusammen mit Gott dem Vater und Jesus Christus. Sie werden unter Christus im Reich Gottes hier auf Erden für 1000 Jahre herrschen. Das ist die konstante Lehre der Bibel und nichts anderes. Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5, lesen wir die Verse 9 und 10. Offenbarung Kapitel 5, die Verse 9 und 10. Sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du hast oder bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, das gleiche, was wir in Offenbarung 20 gelesen haben, und sie werden herrschen auf Erden. Das war, wie wir gerade gesehen haben, für 1000 Jahre. Einige Lehren, die werden im Himmel herrschen, über die Erde. Das ist nicht das, was es hier sagt. Sie werden herrschen auf Erden. Gott wird das Reich Gottes auf Erden errichten. Wir werden im Reich Gottes sein, das über die Erde herrschen wird, auf Erden herrschen wird. Wir werden unter Christus
auf Erden herrschen. Christus wird auf dem Thron David sitzen, in Jerusalem, wie so viele Stellen es uns sagen, und auf Erden herrschen, und wir werden mit ihm, unter ihm herrschen, als Priester, als Könige. Zum Abschluss möchte ich kurz eine Stelle im Buch Joel aufschlagen. Joel im Alten Testament, in Kapitel 4. Auch hier geht es wiederum um die Entscheidungsschlacht, mit der wir begonnen haben. Kapitel 4 und Vers 1. Denn siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, da will ich alle Heiden zusammenbringen und will sie in das Tal Josaphat hinabführen und will dort mit ihnen rechten, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden zerstreut und sich in mein Land geteilt haben. Dieses Tal Josaphat wird heute auch als das Kidron-Tal benannt. Es geht also um das Tal, das also vor Jerusalem liegt. Hier wird diese Entscheidungsschlacht stattfinden, von der auch Joel spricht. Wir lesen in Vers 11. Auf alle Heiden ringsum, kommt und versammelt euch. Dahin führe du hinab, Herr, deine Starken. Die Heiden sollen sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Josaphat. Also zunächst einmal versammeln sie sich bei Harmagedon, wie wir gesehen haben. Aber sie werden dann nach Jerusalem ziehen. Sie werden heraufkommen zum Tal Josaphat, diesem Kidron-Tal. Denn dort will ich sitzen und richten alle Heiden ringsum. Vers 13, greift zur Sichel, denn die Ernte ist reif, kommt und tretet, denn die Kelter ist voll, die Kufen laufen über, denn ihre Bosheit ist groß. Vers 14, es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung, denn des Herrn Tag oder der Tag des Herrn ist nahe im Tal der Entscheidung. Also hier wird diese Schlacht, von der auch Sacharja gesprochen hat, von der Offenbarung gesprochen hat, stattfinden. Schauen Sie sich jetzt Vers 17 an. Und ihr sollt es erfahren, dass ich, der Herr, euer Gott, zu Zion auf meinem heiligen Berge wohne. Er wird dann von Zion aus regieren, wie auch Jesaja im zweiten Kapitel dies beschreibt und Micha und andere Stellen. Dann, schauen Sie, dann wird Jerusalem heilig sein. Jerusalem ist heute keineswegs heilig. Die Bibel sagt sogar, Jerusalem wird mit Sodom verglichen und Ägypten geistlich gesehen, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Zurzeit herrscht Gott keineswegs in Jerusalem oder über Jerusalem. Aber wenn Christus dann auf Erden in Jerusalem sein wird, dann wird Jerusalem heilig sein. Und kein Fremder wird mehr hindurchziehen. Kein Fremder, der fremd ist der Lehre Gottes gegenüber, der sich der Lehre Gottes nicht untertan machen will. Wir sehen also, alle Stellen passen zusammen, aber sie passen nur auf eine Art und Weise zusammen. Christus kommt zurück, die Heiligen werden auferweckt und zu Geist verwandelt werden und diejenigen, die noch leben in Christus, werden ebenfalls zu Geist verwandelt werden, zu Geistwesen in der Familie Gottes. Sie werden sich mit Christus zunächst einmal in der Luft treffen, werden dann zurückgehen nach Jerusalem, um auf dem Ölberg zu stehen. Die Entscheidungsschlacht findet statt. Alle die, die gegen Christus kämpfen wollen, werden vernichtet werden. Und dann wird das Reich Gottes errichtet werden. Christus wird von Jerusalem aus herrschen. Und die Heiligen werden im Reich Gottes sein, als wiedergeborene Geistwesen. Dann wird die Gottfamilie oder das Reich Gottes aus Gott dem Vater bestehen und Jesus Christus und all denen, die dann teilhaben werden am Reich Gottes. Und der Heilige Geist wird in allen sein, natürlich. Und dann wird weiter denen gelehrt werden, die übrig geblieben sind, die dann noch physische Menschen sind, und denen wird das Gleiche gelehrt werden, was wir heute lehren. Und die werden auch die Gelegenheit haben, dann im Millennium zur Wahrheit zu gelangen, den Heiligen Geist zu erhalten, dann auch zu Geistwesen zu werden, Teil der Familie Gottes zu werden. Und dann wird das Gleiche in der zweiten Auferstehung geschehen, von all denen, die noch keine Ahnung hatten von dem, was eigentlich Gott mit ihnen wollte, warum sie erschaffen worden sind. Eine herrliche, eine wunderbare Nachricht ist dies, wenn man sie begreift. Keine Hölle, in der Menschen irgendwie gefoltert werden, kein Fegefeuer, alles das steht nirgendwo in der Bibel beschrieben. Das ist das, was beschrieben steht. Die Menschen, die sterben, sind tot, sie schlafen den Schlaf des Todes, aus dem sie auferweckt werden. Und sie werden auferweckt werden zu ihrer Zeit. Zuerst die, die in Christus gestorben sind, wenn Christus zurückkommt. Dann später die in der zweiten Auferstehung. Und dann natürlich die, die unvergebbare Sünde begangen haben.
die sich aufgelehnt haben gegen Gott und absolut nichts von ihm wissen wollen, die den Heiligen Geist erhalten hatten, ihn wieder verloren haben, die in Rebellion verharren, die Hass entwickelt haben gegenüber Gott, die nicht bereuen können, weil sie nicht bereuen wollen, die allerdings werden in der dritten Auferstehung, in dem zweiten Tod, ihr Ende finden. Aber auch da werden sie nicht für alle Ewigkeit gefoltert werden, sondern sie werden verbrannt werden in dem Feuersee. Nun, meine Damen und Herren, in der nächsten Predigt möchte ich dann noch ein wenig mehr auf die Dreieinigkeit eingehen, ein sehr wichtiges Thema, das man begreifen muss, weil wenn man nämlich an eine Dreieinigkeit glaubt und dann zu Gott betet und man meint, man bete jetzt zu Gott, der ein dreieiniger Gott ist, dann versteht man nicht, zu wem man betet. Und man betet dann auch nicht zu dem richtigen Gott. Es ist also sehr wichtig, dass man begreift, was es mit der Dreieinigkeit auf sich hat und was die Bibel dazu lehrt. Und dann wollen wir auch noch auf das eingehen, was auch wichtig ist zu begreifen, nämlich warum ist die Welt heute so, wie sie ist. Sie ist heute so, weil sie nicht unter Gottes Herrschaft steht, sondern unter der Herrschaft Satans, des Teufels. Wenn also Christus zurückkommt, dann wird er etwas mit dem Teufel und seinen Dämonen machen müssen, damit es überhaupt ein Reich Gottes hier auf Erden gibt, das in Frieden und in Wohlstand und in Freiheit regieren kann. Und auch das sagt die Bibel uns deutlich, was da geschehen wird mit Satan und seinen Dämonen. Und auch darauf werden wir dann in der nächsten Predigt eingehen. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik.